Hallo, schön, dass ihr zu meinem ersten Video eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch gefällt es. Und ja, fangen wir einfach mit dem Gebiss an. Ja, aus ihren scharfen Schneidezähnen lässt sich deutlich erkennen, dass der Hamster zu den Nagetieren gehören. Die vier Nagezähne wachsen ständig nach, weshalb der Hamster sie immer wieder abschleifen muss. Mit den 12 Backenzähnen wird die Nahrung zermalt. Die Augen. Mit ihren niedlichen Knopfaugen können Hamster nicht besonders gut sehen. Sie sind kurzsichtig und farbenblind. Grün- und Gelbtöne sehen sie wohl am besten. Das ist gut fürs Hamstern. Ohren. Hamster können sehr gut hören. Besonders deutlich nehmen sie hohe Töne wahr, sogar welche im Ultraschallbereich. Vermeiden sie daher alle quietschende Geräusche und schrille Töne, um das empfindliche, zahme Tier nicht zu erschrecken. Pfoten. Die Vorderpfoten haben 4 Zehen. Mit ihnen halten die Hamster die Nahrung fest und putzen sich. Auf ihren größeren Hinterpfoten mit ihren 5 Zehen können sie sich das Tier aufrichten. Wichtig für das Wohlbefinden, die Krallen müssen sich abwetzen, können am besten auf Holz. Das Geschlecht. Gerade bei Jungtieren ist es nicht einmal ganz einfach, die Geschlechter zu unterscheiden. Ein Merkmal ist bei der Abstand von Geschlechts- und Afteröffnung, der bei Weibchen kleiner ist als bei den Männchen. Fast immer lassen sich zudem bei Männchen Hoden erkennen. Backen. Die Ausschwölkungen der Mundschleimhaut reichen fast bis zu den Hinterbeinen. In die Backentaschen kann ein Goldhamster bis zu 20 Gramm Getreide füllen. Durch wiederholtes Ausstreichen mit den Vorderbeinen werden sie wieder entleert. Die Nase. Hamster können sehr gut riechen. Sie können sogar gegenwärtig am Geruch erkennen und suchen manchmal ihren Partner mit Hilfe des Geruchssinns aus. Mit ihren Hybrissen, so heißen die Schnurrhaare des Hamsters, können sie Abgründe oder die Größe einer Öffnung ermitteln. Jetzt stelle ich euch verschiedene Hamsterarten und Rassen vor. Fangen wir an mit dem Russenhamster. Hamster mit rein weißem Fell, aber auch solche mit schwarzem Fellansatz und dunklen Ohren werden Russenhamster genannt. Die Zuchtform, deren Name sich ursprünglich von Rußhamster herleitet, ist relativ verträglich und pflegeleicht. Der chinesische Streifenhamster. Diese Tiere sind schlanker und haben auch einen längeren Schwanz als die anderen Arten. Sie brauchen einen erfahrenen Pfleger. Diese Art kann besonders gut klettern und ist eher für den erfahrenen Hamsterfreund zu empfehlen. Der dreifarbige Scheckenhamster. Dreifarbig gescheckte Tiere gelten als aggressiver und gewöhnen sich schwerer an Menschen. Der zweifarbige Scheckenhamster. Die zweifarbige Scheckenvariante gibt es in unterschiedlichen Färbungen. Dieser Hamster hat ein schwarz-weißes Fell. Andere Züchtungen sind weiß-braun oder grau-schwarz. Der dschungarische Zwerghamster. Der Dschungare ähnelt dem Kampelzwerghamster, den ich euch gleich auch zeigen werde. Von allen Zwerghamster gewöhnt diese Art sich am besten an den Menschen. Der Kampelzwerghamster. Diese Art gewöhnt sich bei richtiger Behandlung leicht an den Menschen und ist keinenfalls so bissig, wie man ihr gelegentlich nachsagt. Der Robuski-Zwerghamster. Der kleinste Zwerghamster wird auch Wüstenzwerghamster genannt. Die Tiere sind ebenso beweglich wie anspruchsvoll und daher für Kinder und Hamsterneulinge weniger geeignet. Goldhamster. Der wildfarbene Goldhamster sind relativ pflegeleicht und gewöhnt sich sehr schnell an den Menschen. Der lange Hamster. Die sogenannten Teddyhamster, wie ich einen habe, gelten als gutmütig und friedlich. Doch ihr Haar verlangt viel Pflege, eine spezielle Zuchtform, die Angora-Hamster. Der Satinshamster. Die cremefarbene Zuchtform ähnelt ihrem friedlichen Wesen dem Teddyhamster und gewöhnt sich sehr und relativ leicht an den Menschen. Sie eignet sich daher auch für Einsteiger. Entscheidet bitte vor dem Kauf, welche Hamsterart und Zuchtform es sein soll. Hamster eignen sich nicht als Überraschungsgeschenk. Richtet das Hamsterheim schon im Vorfeld komplett ein. Mit Einstreu, Hamsterhäuschen, Beschäftigungsmaterial, Futternapf und Wasserflasche. Hamster sind keine Kuscheltiere und deshalb nicht für kleine Kinder geeignet. Hamster sind Einzelgänger, deshalb dürfen sie nie mehrere Tiere in einem Käfig halten. Hamster sind nachtaktiv. Stören sie sie deshalb nicht im Schlafen, verlegen sie ihre Gewöhnungsversuche in die Abendstunden. Lassen sie den neuen Mitbewohner in der ersten Woche völlig in Ruhe, damit er sich eingewöhnen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und gebt mir eine Rückmeldung dazu. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!